Also komm mal. So. Riech eine Trohre, ja? Hoi's alle. Und auf geht's. Auf geht's. Und das ist gut so. 20 oder 10 Putz im Badzimmer, der Abfluss ist verstopft, nichts mehr ist gegangen. Der Sifo haben wir ausgebaut. Meine Frau, muss ich sagen, wieder probiert einzubauen. Nein. Aber dann 2 Stunden später ist der Riech gekommen. So. Was heisst so? So heisst, dass er jetzt das Kabel nehmen soll. Aha. In das nehmen. Hätten wir das jetzt selber auch können, nicht, gell? Nein, mit der Maschine. Aber es ist eine gute Sache. Nicht spürst du den Ablauf? Nein, wir gehen mit der Spirale rein. Ah. Das ist also eine Spirale. Da haben wir einen Kettenkopf dran. Aha. Ja, das kenne ich doch, wie vom Chemiefäger. Ja, genau. Los, ihr Koffer bitte. Los, einfach ihr Koffer und komm jetzt hier bitte. Aha. So. Jetzt kommt der da rein. Das ist ein Schutzrohr. Aha. Die Spirale geht jetzt in das Schutzrohr und geht dann in die Leitung hinein. Jetzt wird es ein bisschen laut, gell? Rock'n'Roll, baby! Was siehst du? Seht ihr jetzt etwas, oder was? Nein, Der Uni ist eine Dusche. Ja, du hast jetzt gerade Führung gegen den Fallstrang. Also sind wir im Fallstrang? Ja. Sieht man den Fallstrang? Ja. Wieso weißt du, dass es ein Fallstrang ist? Ja, was geht denn aber? Also hörst du mich unten? Nein, noch nicht. Ich höre dich gerade. Dann bin ich noch nicht im Fallstrang, oder? Du hast gesagt, richtig Fallstrang. Warte mal da, was? Ich sollte jetzt deine helfen. Weil ich müsste eigentlich ja nur dort vorne und du tätest zum Beispiel, dann könnte ich sagen, lassen wir da Wasser laufen. Also suchst du jetzt den richtigen Ablauf und der eine ist jetzt voll, oder? Ja, ich lasse jetzt einmal da. Man hört das Wasser da. Die läuft ja gut und man hört es jetzt. Also dann ist die Leitung frei. Okay. Jetzt tut man da abschalten, jetzt spürt schon mal das WC da drinnen. Jawohl! Also geht die Leitung ins WC durch. Wenn er dort spült, höre ich es draußen. Genau. Dann ist die Leitung jetzt frei. Nein, eben nicht. Also, dass du sie vorweggebracht haben wir aber her tun wieder. Das ist, das ist kein Problem. Aber okay, wenn hinten verstopft ist, kannst du das vergessen, laufen ja. Nicht ab. He? Und da. Total, Hast du Licht dort? Alles muss eh putzen. Ist nicht nötig, brauche ich kein Licht. Wir zwei sind hell genug. Hell oder hell? Ja, hell und hell. Wenigstens an Muss das nicht einmal so derge Sachen machen? Ja. Viel, viel. Ja. Und du hast jetzt das gehört, also warum hast du müssen wissen, weißt du, wo das hinführt, der Ablauf? Auch zum Lassen, ob es frei ist. So. Genau. Ja. Einfach gesehen halt. Ja, das ist gerade vom Zähneputzen, weißt du, so anpasst und so Zeugs da. Genau. Also Teamarbeit, gell? Hey, genau. Und weg sind sie. Sie können sicher hoffentlich wieder, gell? Wir brauchen den Sifo noch wieder. Ich baue in der Zimmer. So. Eine weiße Rose. So. Bist du noch Musiker? Nein, aber ich singe. Aha. Also, ich kann nicht singen. Ah, das ist nicht wichtig, gell? Nein. Wichtig ist ja, dass man kann die Leitungen spülen, den Leuten Freude machen, oder? Ja, super. Und summen. Genau. Singen. Du hast schon Gitarre spielen? Nein, das ist meine Tochter. Ich habe nur Stereoanlage.
Ja, ich auch. Was ist es, wenn der Siphon kaputt wäre? Dann würde ich den neuen machen. Aha. Aber der Siphon ist nicht kaputt. So das ist auch, also ist der Siphon auch im schlimmsten Fall. Ja, ja. Das ist Hartplastik, ja. Das bringst du also selten. Du ja. Musst eine gehörige Säure in hier laufen lassen. Ja. Dann könnte sie das verschmelzen. Jetzt tun wir da Wasser laufen lassen. Nur wie es rumtropft, hä? Dass wir mehr Druck haben, schalten wir das ab. Dann hast du mehr Druck. Du Kameramann. Ja. 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 Und wenn du laufen lässt, hast du weniger Druck, oder? Ah, genau. Und jetzt sollte es bei uns jetzt unten tropft vorher, gell, im Siphon. Da meinst du es jetzt nicht mehr, he? Jetzt tue ich füllen. Jawohl. Jetzt sind ich hier füllen, oder? Ja. Fass oder? Jawohl. Aha. Rock'n'Roll, Baby. Hörst du Rock'n'Roll? Nein. Klassisch. Ja, einfach alles, was kommt. Ich kann nicht mehr die Stilrichtung, kann ich nicht sagen. Ah. Du weißt ja auch nicht, wie ein Siphon, dass du fliegst, oder schon? Es gibt ja verschiedene, gell? Ja. Habe ich festgestellt. Es gibt Guss, es gibt Eternit, es gibt Leitungen. Genau. So. Aber und wir haben ja wie ein Notfalldienst, wir sind einmal ein schnell da, gell? Ja, hey. Wir sind überall. Unglaublich. Jetzt. Stunde der Wahrheit, ha? Ja, ein bisschen tröpfeln, dort zu schauen, wo es tröpfelt. Die Stunde der Wahrheit. Muss ich da noch am Laufen machen? Das ist immer noch ein bisschen gefettert, gell? Das Wasser, das ist brutal schwierig. Mhm. Aber das bringen wir schon. Und immer bei der schweren Arbeit nimmst du das Käppchen ab, oder? Habe ich ja, aber ich bin wieder over the top, oder? Ja, kennst okay. Du den? Ja, ja. Das Käppchen drin. Genau. Der Armdruck. Genau. Der Motor muss einschalten. Ja, schau, der Gummi jetzt verdrüllt. Drum. Aha. Drum. Und geht der eine Teil beim Siphon ist am Hunger gesteckt. Ja. So. Jetzt tun wir nochmal. Und jetzt mit anderen Worten, wenn der Gummi richtig rein ist, dann ist es dicht. He? Ja, weil so. Ja. Kann sein, dass es noch nicht tropft, oder? Ja. Weil zu wenig Wasser kommt. Dann tust du. Darum kann ich jetzt mal stoppen. Jawohl. Ich könnte es ja so rein tun mit dem, oder? Aber ich mag es so. Bequem. Du musst daheim auch mal putzen. Ja, ich arbeite so, wie es daheim am liebsten hat. Du bist ja gedacht, du bist ein richtiger Putzfimmel da, du, ne? Ja, Putzfimmel, du. Hab einen guten Eindruck hinterlassen. Eben, gell? Ja. Jetzt hast du doch gestaut, ne? Und dann meinst du, ja. Wenn du den Laufen lässt, dann setzt du dann wieder die Richtigkeit zu brauchen. Tut man mit dem Lumpen noch mal putzen. Jetzt ist es dicht, jetzt tue ich noch mal. Gibt da. Und was meinst du, Hilde? Das sieht halt gut aus. Super, hä? Dann können wir es wieder Zähne putzen, etwa 4 Jahre, und dann rufen wir wieder rein, oder wie ist das jetzt? Nein, ich hoffe länger als 4 Jahre. Wir Echt? Haben jetzt ja auch 20 Jahre. Eben. Also, Hilde. Hm? 20 Jahre. Hoffen wir es. Vielleicht nicht ganz 20 Jahre, ja. Einmal haben wir es selber gereinigt. Du, jetzt noch eine letzte Frage. Was, ja. Das, was hat es mit den blauen Schuhen da auf sich? Da? Hast du die immer an? Wegen Dreck, ja. Aha. Dass wir keinen Dreck herbringen. Sonst müssen wir unsere Käsefüße noch, weißt du, die Füße, okay, oder? Die Schuhe okay. Abtun. Ja, ja. Und Käsefüße und so. Das heisst, ihr nehmt nur Dreck raus? Wir nehmen nur Dreck raus. Okay. Super. Ja, perfekt. Ja, in dem Fall vielen Dank, gell? Alle zufrieden? Danke Ihnen für den Auftrag, gell? Danke auch Lorenzo und seinem Kompagnon. Ja, reinstreinig die Rohre, um 10:30 telefoniert, um 2 ist alles gemacht gewesen. Und für allfällige weitere Dienstleistungen, wieder mal etwas verstopft ist, das Visitenkärtchen noch. Reinstreinig die Rohre. Und das noch wie schnell.